Wenn hier im Greifvogelpark Buchs Zora und der Lucien Nick ihre Show präsentieren, dann sieht das so also locker aus. Aber dahinter steckt eine riesige Arbeit und natürlich auch eine gute Beratung, zum Beispiel durch einen Tierarzt. Der Patrick Schlegel ist ein spezieller Tierarzt, das sagt er sogar selber. Das ist etwas Spezielles, weil nicht jeder Tierarzt ist bewandert mit anderen Tieren, außer abgesehen von Hund und Katze im Hauptpatientengut, vielleicht einmal ein Küngeli oder ein Meersäule, ein Müsli. Da bin halt jetzt ich als Tierarzt in der Gegend ein bisschen eine speziell veranlagte Natur. Oder? Mich interessieren Zootiere, sprich Vögel, Echsen, Schlangen, schon seit Kindheit. Oder? Darum hat man sich auch vertieft in dem ganzen Gebiet. Oder? Und so bin ich jetzt auch eigentlich, jetzt den Kreis ein bisschen geschlossen. Hier. Ich habe meine Ausbildung in Zürich gemacht, in Winterthur, in Davos. Bin wieder in der Gegend gelandet und da mit dem Lys wieder zusammengetroffen, vom Inhaber vom Greifvogelpark, und betreue den eigentlich in allen Belangen, medizinisch und chirurgisch. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit. Aber er ist ein Teil von dem Ganzen mit den Greifvögeln. Wir haben auch Papageien, wir haben Schlangen, wir haben Schildkröten. Und die kommen von weit her. Also, aber du, das ist alles zusammen nicht ungefährlich, weißt du, mit diesen Vögeln? Nein, das ist gar nicht so ungefährlich. Weißt du, wie hast du das gelernt? Das Studium ist alles gut und recht, ja. Oder? Aber du musst das lernen, wie du greifst, oder? Wie du aufs Zugehen gehst. Ja, das ist effektiv so. Ich meine, wenn du jetzt einen Greifvogel händest du anders als einen Papagei. Einen Papagei händest du anders als eine Riesenschlange. Eine Riesenschlange händest du anders als eine Schildkröte. Und der Hund nochmal ganz anders, weil die haben andere Verhaltensweisen, oder? Und andere Verhaltensweisen bedingen halt Eingehen auf die Verhaltensweise, sei es jetzt einmal mit Stress, sei es im Beißverhalten, im Beuteschemaverhalten. Da musst du es wirklich, das kannst du nicht einfach so in einem Abendkurs lernen. Ja, das ist jahrelange Erfahrung. Ja, man kommt es jetzt schon mit über, aber ja. Ehrlich gesagt, die meisten interessiert es ein bisschen weniger, weil sie haben nicht so den Bezug zu diesen Tieren. Ja. Und das baut man sicher aus. Weil ich habe das auch gemacht, ich habe Praktika gemacht am Tierspital Zürich, ich war im Zoo Zürich, praktikumshalber längere Zeit. Ich habe mit allen grossen Zootierärzten, können, die in der Schweiz vertreten sind, Kontakt haben, pflegen Kontakt heute noch mit denen. Oder? Wir haben immer wieder regelmäßig Weiterbildung am Tierspital, in dem Zusammenhang tauschen uns aus, weil da steckt alles noch vieles in den Kinderschuhen, wo man halt einfach Erfahrungswerte einander mitteilen muss und dann kann man darauf aufbauen. Weißt, man kommt immer in Zinge, so meine Zeit, als ich mit dem Karl Steimler in Basel Zoll unterwegs war. Und da habe ich mal erlebt, dass ein Tierarzt gekommen ist. Oder? Und dann natürlich eben studiert dann eigentlich. Und das ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr gegangen. Ich weiß, es war nur ein Hutan oder irgendwas, ein Affe irgendwie. Auf jeden Fall, also der ist dann im Hochenbach, hat er eigentlich Zelt wieder gepackt und gesagt, da müsste sich noch besser daran gewöhnen. Also, ja. Eben, es ist schon speziell, gell? Es ist ein vielseitiges Gebiet, so etwas. Ja, genau. Also, ich meine, der Zoo ist natürlich ganz speziell. Ich meine, im Zoo die Tiere, das sind Wildtiere eigentlich. Ja. Und was der Pfleger eigentlich den ganzen Tag im Zoo mit diesen Tieren veranstaltet, ist eigentlich Training, dass man es in gewissen Situationen einigermaßen handeln kann, ohne dass man eine Narkose braucht. Genau. Beispiel, Orangutan hast du angesprochen. Der alte Zootierarzt Eisenbügel ist jetzt pensioniert. Der hat mir eine Story erzählt, als ich mit im Zoo war, wie vor einem Orangutan-Käfig stand. Ich habe gesagt, du los, wir hätten einen sollen narkotisieren mit dem Blasrohr. Her kommt man ja nicht. Weißt, was hat er gemacht? Er hat Plastikgelten genommen, ist darunter gehockt wie eine Schildkröte und hat einfach gewusst, jetzt kommt er viel und rein kann man nicht zu ihm, sonst ist es dann gefährlich. Oder? Und die haben müssen überlisten, indem wir das Träubchen angerollt haben, bis seine Hand ein bisschen runterführen konnte. Die Träubchen waren verlockend und dann ist der Pfeil halt in den Unterarm gegangen. Oder? Also man muss sehr einfallsreich sein als Zootierarzt oder halt ein gewisses schönes Handling und haben. Und da auch, gell, bei den Greifvögeln. Auf jeden Fall. Also Kormoran und alles drum und da. Also so einfach ist das ja nicht, gell? Nein. Hast du schon Verletzungen gehabt? Ja, das gibt es schon, aber wenig. Ehrlich gesagt wenig, oder? Weil man wirklich die Situation probiert richtig einzuschätzen. Nicht einfach kopflos drauf losgehen. Meine, es ist ja für beide Seiten wichtig. Für den Tierarzt, dass er nicht verletzt wird. Und andererseits sind die Tiere stressempfindlich. Das heisst, mit denen ein sauberes Handling haben, oder? Dass sie möglichst nicht noch einen Schaden davon ziehen von der Behandlung. Oder? Ja. Das ist wichtig. Das ist genau der Kurs, den ich da heute gebe. Geht genau darauf ein, das Handling mit diesen Tieren in Notfallsituationen. Genau, und wie gehst du an die Tiere her? Wie spürst du, dass es Stress ist? Gell? Genau. Ja. Also, da musst du einfach das Verhalten von den einzelnen Tieren kennen. Beispiel, du sagst, hast du Verletzungen gehabt. Ganz knapp davor kam, bin ich mal bei einem Riesenseeadler da. Das ist der grösste Adler, der existiert. Der Lys hat die in dem Park, der züchtet die erfolgreich. Auch die haben einmal eine Verarzung nötig. Und man denkt immer, wenn ein Vögel an den Schnabel. Und klar haben sie auch noch Fänge, also die Krallen, wo sie etwas packen können. Aber wie lange also so ein Bein effektiv kann sein, wenn der Vogel das angezogen hat und das ausstreckt, um nach der greifen,
das haben wir einmal ein bisschen unterschätzt. Oder? Ja. Also da hat der Vogel mich, der Riesenseeader, also haarscharf am Oberschenkel verwischt. Zum Glück nicht mit der Krallen spitze, hat auf eine kleine Quetschung gegeben. Oder? Aber es sind schon Erlebnisse, die bleiben einem. Und das ist etwas, das tut der Luis und ich einander immer wieder ein bisschen erzählen. Weißt du noch, wo wir dort miteinander in der Voliere waren und du fast das Spital besucht hast, weil das Bein ein bisschen zu lang war. Oder? Also die Auswirkungen können fatal sein, wenn man es wirklich nicht würde ich richtig einschätzen, das Ganze. Meine letzte Frage, gell? Nachher gehen wir ganz kurz zuschauen, was du machst. Genau. Ich sehe dein Leuchten in den Augen. Also das Studium ist das eine, aber du bist irgendwie engagiert angefressen, gell? Dir gefällt der Job da. Also ich sage so, entweder ist man Tierarzt aus Berufung oder man hat es einfach gelernt, weil man ein bisschen medizinische Kenntnisse erlangen will. Bei mir war es so, Kindergarten, der kleine Patrick, der wird Tierarzt werden. Obwohl er keinen Tierarzt in der Familie hatte. Und das habe ich durchverfolgt, von A bis Z. Und darum ist es auch mein Beruf. Ich sage, ich stehe jeden Morgen gerne auf, gehe gerne arbeiten, auch wenn es sehr streng ist. Es sind lange Arbeitszeiten, unregelmäßig, weil Notfälle kommen, wenn sie kommen, nicht dann, wenn Bürozeiten sind. Also von dort her, man macht es gerne. Und dann macht man es auch richtig. Und das ist mein Credo, das ich habe. Und für Luis und Zora natürlich eine Win-Win-Situation, gell, mit dir? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall An diesem Samstag hat es einen Kurs gegeben. Aus allen Teilen der Schweiz sind die Leute hergekommen, eben im Greifvogelpark. Und am Morgen hat der Patrick Schlegel dies und ihnen erklärt, wie man mit diesen Vögeln umgehen kann und eben auch beraten. Von daher jetzt, das ist die Frage, ist das ein Trauma oder ist das eine Infektion? Oder hat da. Und da hast du eben, was ich will sagen, du hast die Überlagerung da, oder? Und dann scheint er nachher schon dichter. Und da genau in dem Bereich siehst du schon Luftsäcke, wo dunkel ist, oder? Und das kann dir da jetzt anders scheinen, oder? Also das jetzt wirklich, ja. Da schau bitte. Also die seitliche Aufnahme, die hat das gezeigt, ob der Rücken gebrochen ist, oder? Weil dann hast du wirklich die Wirbelsäule ganz separat aus, aber vielleicht hat er nicht mehr wollen stressen, oder? Ich weiß es nicht, aber du musst dann auch die Flügel, weißt? Jetzt hast du es, das ist schon gut, die Aufnahme hier ist ein bisschen gehockt, oder? Aber das ist sehr gut zu. Aber wenn du dann die seitliche Aufnahme machst, im Flügel hinten durch, den Koffergriff, kennst du vielleicht? Dann tust du einfach wirklich die Flügel hinten und zusammenklappen. So. Also machst du jetzt nicht so beim Greifvogel sonst. Aber dann hast du wirklich zum Röntgen jetzt, dann hast du die Flügel aus dem Bild, das geht schon, bei hast eine seitliche Aufnahme, wo du wirklich die Wirbelsäule von der Seite, du solltest immer 90 Grad verdrehte Aufnahme haben, sonst kannst du Sachen komplett verpassen. Ja? Und hängen wir wieder so mitnehmen? Ja, nein, das wird jetzt nicht unbedingt so unterstellen, jetzt etwas. Aber grundsätzlich da ist für mich das jetzt noch die Frage, ich hätte jetzt die andere Aufnahme noch wollen haben. Ich würde jetzt daraus das nicht ganz ableiten. Eben, an der Aussage machen, ist da der Knochenlyse da? Kann ich nicht sagen, weil da drunter haben wir überall Organe, oder? Dann scheint der Knochen weisser, weil hinten noch mehr Material ist im Weichteil. Und da hast du jetzt einfach mehr Luft im Hintergrund, darum scheint der Knochen auch glasiger, oder? Und bei der seitlichen Aufnahme hast du natürlich über die ganze Länge nur den Knochen. Und dann kannst du die Wirbel miteinander vergleichen. Wenn dort auch lytisch ist oder gebrochen, dann weisst du es. Dann weisst du es kaputt. Oder? Aber über das einzige von Symptomen her, wenn der den Bein nicht mehr brauchen oder was? Der hat nichts mehr gebraucht. Ja, und es war schlaff. Der hat die Beine nicht angezogen. Ja, dann würde das schon schaden gewesen sein. Ja, aber man hat euch noch in den Greifen auseinandernehmen. Ja, die sind einfach dort geblieben. Er hat keine Kraft gehabt. Ja. Er hat sehr, sehr stark geschnüffelt. Also Schnabel auf, Zunge raus und sehr, sehr stark und schnell hat er geatmet. Weißt, Intoxikationen sind auch noch eine Variante, die waren, nicht nur Trauma. Oder? Ja. Und eben dann infektiös sonst noch was gehabt. Du siehst da bei der Lunge so die Felderung drin, da, ob da nicht noch irgendetwas in Aspergillose mitläuft, ob das alles Steine sind, ob da Blei dabei ist. Oder? Bleivergiftung oder so. Ja, könnte auch sein. Das macht alles auch neurologische Störungen, nicht nur der Bruch am Knochen. Wir haben keinen Arzt. Was, kein Arzt? Ah, wo draus kommt mit den Vögeln jetzt? Wallis. Aber weißt du, wer ist noch? Den habe ich kennengelernt in Davos oben. Ja. Wo noch ein bisschen, weißt du, mit Schildkröten macht er wahnsinnige Sachen. Und vielleicht eben mit Vögeln, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, die Seite. Das ist eine grosse Klinik. Jetzt ist mir der Name vor von dem. Ich habe nur einmal am Tisch am Abend zusammengehockt mit dem. Aber der ist eine grosse Klinik und der betreut, was ich weiß, die betreuen Bernhardinerzucht, die grosse da, oder? Und Bernhardinerzucht und so weiter. Und der ist mir recht gut noch übergekommen. Also von der Dinas, der ein Handling hat, der ist auch interessiert an den Exoten, oder? Na ja.
Es ist also nicht einfach, um eben einen Tierarzt zu finden, der sich eben auch bei den Vögeln auskennt. Der Patrick Schlegel hat es ja gesagt, und das ist anschaulich geworden bei dem Beratungsgespräch. Ja, und dann sind wir mit dem Lys auf Weg gegangen. Und wenn der Lys mal ins Reden kommt, ja, also dann sind die paar Meter, die er hier läuft, in jetzt ein paar Sekunden ganz, ganz schnelle Meter. Weil wenn er einfach mal ins Reden kommt, ja, dann redet er eine Viertelstunde und bleibt am gleichen Meter stehen. Er ist ein richtiges Lexikon. Er ist angefressen von dem Ganzen. Ja, lassen wir doch ein kleines bisschen zu. Wir stehen jetzt vor der Horstfeld, ich sage auch bei den Führungen nicht gerne Voliere, sondern das ist das Horstfeld, wo die Tiere sich aufhalten. Aber wir müssen ja die Tiere auch schützen vor Raubwild und so weiter. Und der Barkauz, wer kennt den Barkauz eigentlich? Ja. Was ist das Spezielle am Barkauz? Viel weiches Gefieder. Jetzt schätzt mal, was für ein Körpergewicht hat der Barkauz? 600. Ein Kilo. 1 bis 1,2 Kilo. Ist dann das Weibchen größer als das Männchen oder umgekehrt? Größer, ja. Wie heißt dann das Männchen in der Fachsprache? Terzel, von tertiell. Und ihr seht ja auch, dass wir auch diesen Tieren nach Gegebenheiten die Struktur vom Gehege ihnen anpassen, wie sie eigentlich in freier Wildbahn leben. Wenn ihr jetzt schaut, Unsere nur 9 Eulenarten sind eigentlich alle die Farbe braun. Hinten seht ihr den Horst, eigentlich das Nest, wo er gebrauchen kann. Baumstamm ausgehöhlt, wo sie dann auch gerne sitzen. Ich habe euch gesagt, Desinfektion, ja, ist gut, aber nicht übertreiben. Schaut mal, geht hier rein, macht Desinfektionsmittel. Kommt ein Haussperling, ein Spatz, scheißt runter und schon ist das wieder dahin. Also steril könnt ihr das nicht. Ich meine das Futterbrett jetzt. Nein. Im freier Wildbahn fragt auch niemand, frisst du Dreck oder nicht. Dann lassen sie es lieber sein. Klar, wenn das Futter langsam selber davonläuft, dann muss man sich schon fragen.